Liebe Genossen, Comrades, Tovarisches und Kompanieros, willkommen zur neuen Episode von Workers and Resources, Soviet Republic. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ja, ihr seht schon, dass wir hier am Flughafen uns eingefunden haben, denn hier haben eine ganze Menge baulicher Veränderungen stattgefunden. Ja, auch die Verschönerungskompanie unserer Republik war hier unterwegs. Also zum ersten Mal habe ich mich hier wirklich intensiver ein bisschen mit den Dekorationselementen befasst. Ja, das will ich euch gerne gleich mal zeigen. Aber bevor wir mit den schönen Dingen des Lebens hier anfangen können, müssten wir noch den Job der letzten Folge zu Ende bringen. Und das war die Verbesserung der Kiesversorgung. Jetzt befinden wir uns hier im Januar 2012, also 3 Monate sind ungefähr vergangen seit der letzten Ausgabe. Das heißt, die LKWs, die wir da in Auftrag gegeben hatten, um die Distributionsbüros mit dem Zementtransport zu unterstützen, ja, die sind inzwischen hier auch fertiggestellt worden. Die sehen wir hier. Und das ist der erste Auftrag der heutigen Folge. Danach, ja, können wir uns gerne mit den Neubauten mal beschäftigen, denn die laufen jetzt sowieso. Das hat jetzt allerdings Priorität hier, ne? Von daher wähle ich uns die Fahrzeuge jetzt hier mal aus, damit wir die rüberschicken können in das bereits fertiggestellte Distributionsbüro. Ah, da fehlt noch der vierte, ne? Wo ist er denn? Hier ist er. Ja, super. Und dann fliegen wir da auch mal wieder rüber. Das müsste hier vorne sein. Genau, hier sehen wir die Bruchsteinerzeugung. Wo haben wir die hier? Gravel, genau. Ne, Gravel nicht hier, Carried Stone. Okay. Ja, jetzt sehen wir hier die Transportkapazität. Sehr schön. Hier müsste eigentlich ein LKW zugeteilt sein, besser gesagt 2. Und das ist die neue Mine, die ist komplett voll, ne? Ja, oder? Vertue ich mich da? Hier, das ist die neue Mine. Das ist die neue Mine hier, die ist gar nicht komplett voll. Ah, okay. Okay. Das heißt, ja, Astral, hast du vergessen, dass wir die LKWs nicht direkt hier auf den Job zuweisen können, ne? Hm, die müssten wir erstmal schnell zwischenlagern und zwar hier in einem Depot. Also nochmal zurück und wir schicken die hier in das dichtbeiseinste Depot. Also das wäre dieses dann. So, dann haben wir die LKWs rübergeschickt und der nächste Job bestünde hier in der Zuweisung dieser Fahrzeuge an dieses Distributionsbüro. So, das war der letzte dafür. Das heißt, der Zementtransport, den wir hier jetzt auch sehen, läuft bislang über, wo ist das Distributionsbüro dafür? Das müsste dieses hier sein, ne? Ja, das seht ihr hier. Hier sind die Zementlaster, ne? Das heißt, die werde ich jetzt alle verkaufen. Ja. Und diese Verbindung entfernen. Das heißt, hier haben wir ein leeres Distributionsbüro jetzt. Das ist auch nicht schade. Das ist okay. Hier sagen wir Bescheid, dass sie bitte hier den Zement abholen sollen. Und das Silo hier in Eisenhüttenstadt befüllen sollen, ne? Das ist dieses hier. So, hier müssen wir allerdings sagen Unload und bitte versucht das komplett vollzuräumen. Okay, das läuft. Schön. Dann wäre das eigentlich der, naja, der vorletzte denkbare Schritt hier in der Verbesserung. Denn das letzte bisschen Produktivität werden wir wohl hier aus den Kiesverarbeitungsanlagen nicht rauskitzeln können. Das sind ja die Vanillagebäude mit der Ein- und Ausfahrt hier auf einer Straße. Es gibt da auch schöne Modgebäude mittlerweile, wo hier eine Ein- und extra Ausfahrt besteht. Und das erhöht natürlich die Durchfahrtgeschwindigkeit hier der LKWs doch beträchtlich, ne? Aber solange das nicht notwendig ist, werden wir die Gebäude hier auch nicht neu errichten. Die Auslastung hier mit 10 Mann, das reicht völlig aus, um den derzeit angelieferten Bruchstein hier in Kies zu verwandeln, ne?
Jetzt wollen wir mal schauen, ob die LKWs, die Kipper hier angekommen sind. Wahrscheinlich fahren die erst hier hin und dann fahren sie erstmal wieder tanken. Das seht ihr hier jetzt. Der ist erst zum Depot gefahren, fährt jetzt tanken. Naja, das heißt, hier müssten wir einen kleinen Moment warten. Können uns das hier aber mal auf die Wiedervorlage legen. Die haben wir jetzt hier oben. Okay, schön. Das heißt, das hätten wir zugewiesen. Und ich hätte jetzt die Möglichkeit, ja, mit euch auch nochmal die kleine Rückschau hier auf die letzte Episode zu vervollständigen. Denn das Heizkraftwerk, was wir hier sehen, läuft ja auch mittlerweile hier mit einem Drittel ungefähr der Besatzung. Und von der Produktivität her ist es, ja, läuft es jetzt so langsam an. Denn auch wenn diese Leitungen hier oben nicht termingerecht fertiggestellt wurden, also hier musste ich doch einen Ankauf durchführen, um unsere Bürgern den Kältetod zu ersparen, sozusagen. Denke aber, dass das ein Problem war mit den Konstruktionsoffices, denn auf irgendeine Art und Weise wurden die Baustellen nicht mehr von den Konstruktionsbüros erfasst und ich konnte auch keine manuell zuweisen. Ne? Also das können wir uns gerne in einem anderen Versuch dann nochmal live anschauen. Ja, aber derzeit läuft es halt so, dass ich auch die Pumpe, die hier saß, hier kamen ja auch alle drei Leitungen nochmal zusammen. Ja, das war so ein Gebäude wie dieses hier, dass ich das entfernt habe. Und der Grund dafür liegt einfach in der Tatsache, dass diese Straßenüberquerungen hier ja auch als Pumpen dienen, in einer Art. Ne? Sie verbrauchen ja auch Elektrizität und dass mit jeder weiteren Pumpstation ja auch eine gewisse Verringerung der Temperatur einhergeht. Ja, und um diese Unterbrechung so gering wie nötig möglich zu halten, da habe ich hier den Abriss durchführen lassen und das hier nochmal verbunden. Ne? Genau, das sieht eigentlich auch gar nicht mal schlecht aus, finde ich. Also das ist ganz gut rausgekommen. Genau, kleiner Rückblick auf die letzte Episode, sagte ich. Das heißt, die Fertigstellung des Umbaus der Wärmeversorgung läuft. Und unsere laufende Großbaustelle, Genossen, das Hotel of the People, ja, ist beinahe auf der Hälfte. Also da können wir wirklich sehr, sehr mit zufrieden sein. Das möchte ich euch mal sagen, denn die Größe dieses Vorhabens hier, die kann man gar nicht groß genug einschätzen. Dann schaut euch das mal an. Wir brauchen jetzt hier noch, nur um die derzeitige Phase abzuschließen, was aber auch die letzte Phase schon ist im Bau, wie wir hier sehen. Ne? Ja, ist die letzte Phase. Benötigen wir aber immer noch knapp 10.000 Tonnen, 9.781 Tonnen Beton. Und ich hatte mal nachgeschaut, dass bei einem anderen Großprojekt, das wäre, hier ist The Palace of Soviet, das ist, was ich meine, ganz genau. Also können wir uns hier mal nebenstellen, nur mal um so einen kleinen Größenvergleich zu erhalten. Ne? Denn das Ding könnte man auch kaufen für, was kostet das hier? Und das geht eigentlich, oder? Eine gute halbe Milliarde. Ja, das könnte man auch kaufen. Nur seht ihr hier, dass hier, jetzt sehen wir das nicht, weil du auf Autobild Rules. So, jetzt aber. Jetzt sehen wir, dass für diesen Palace of the Soviets insgesamt 9.400 Tonnen Beton noch notwendig sind. Ne? Und wir brauchen nur noch für die Fertigstellung unseres Hotels hier knapp 10.000 Tonnen. Das heißt, die noch anzuliefernde Menge übersteigt den Gesamtbedarf des Palace of the Soviets hier. Was mich wirklich erstaunt hat. Also ich hatte doch die Größe des Vorhabens hier dezent unterschätzt, Genossen. Ne? Ja. Aber das nur mal als kleiner Ausflug. Wir gehen jetzt auch wieder auf Play, damit die Bauarbeiten hier weitergehen. Hier läuft aber alles gut, da müssen wir uns jetzt eigentlich keine Sorgen machen. Wir können ja eine kleine Inspektion hier durchführen. Hier ist wieder so ein... hier hat sich es zugestaut, Genossen. Da können wir mal schauen, ob wir hier eventuell was machen können. Das ist natürlich der private Automobilverkehr, der hier für Probleme sorgt. Und ja, von hier aus staut sich es auch zu. Ich schaue gerade, ob das meiste wirklich PKWs sind hier.
Ja, ne? Hier sehen wir das. Das meiste hier sind PKWs. Geht noch ganz, ganz langsam voran, aber schön ist das nicht. Also, das geht eigentlich so nicht. Was können wir denn da machen? Wir könnten natürlich sagen, dass das hier nur eine Einbahnstraße werden soll, dass sie nur hier lang fahren dürfen. Macht das Sinn? Die kommen ja alle von hier raus, ne? Die kommen hier raus. Und wo hakelt es denn? Da müssen wir mal schauen. Also, ja, jetzt ist vielleicht auch ein Großteil der Stauung hier auf den Schnee zurückzuführen. Das könnte sein, ne? Denn geräumt wurde noch nicht. Hier seht ihr, jetzt sind die Räumfahrzeuge unterwegs. Und da läuft es auch schon direkt wieder besser, ne? Ja, also hier fließt das ab. Das ist okay. Hier kommt auch eine ganze Menge Verkehr. Das ist halt dieser Kreisel hier. Das ist dieser Kreisel. Was mir aber nicht gefällt, ist, dass hier relativ wenig Leute hier langfahren. Ne? Die meisten wollen hier doch in diese Richtung geradeaus. Ja, auch da seht ihr hier ein riesenlanger PKW-Stau. Das sind alles PKWs hier. Hier ist ein Räumfahrzeug mit dabei. Oh, das sind mir zu viele hier, Genossen. Das geht so nicht. Also das geht so nicht. Hier müssten wir doch mal was machen. Ich verkaufe jetzt erstmal ein paar Autos als Notfallmaßnahme. Räumen die Parkplätze den Leuten sozusagen leer, um das Ganze mal hier positiv zu verkaufen. Ja, das ist nicht gut hier. Hier dürften sie eigentlich gar nicht mehr langfahren. Diese Straße hier. Da dürften sie gar nicht langfahren. Das heißt, die werden wir jetzt mal versuchsweise zur Einbahnstraße erklären, ob das hier was bringt. Und zwar in diese Richtung. Und hoffen, dass das hier nicht für größere Probleme sorgt. Okay, jetzt habe ich gesagt, hier dürfen sie nur da langfahren. Das heißt, nach einem Riese müssten sie sich alle jetzt hier durchquälen, ne? Bis hierhin. Und das hier ist auch ein Stück Einbahnstraße. Das könnten wir wieder verändern. Das können wir in beide Richtungen fahren darf hier. Dieses Stück, damit sie den Kreisverkehr auch von dieser Straße aus erreichen können. So. Jetzt dauert das natürlich ein bisschen, bis die hier ihre Routen verändern. Aber ich hoffe, dass sich dann hier ein paar nach vorne bewegen werden. Ja, um das hier zu entschärfen. Denn hier fließt der Verkehr ja ab. Das sehen wir ja hier. Ja, und das meinte ich auch. Wir müssten die mit dem im Auge behalten der möglichen Stausituation hier in Eisenhüttenstadt. Denn der private Automobilverkehr, ja, das seht ihr hier, der sorgt ja doch für Probleme hier bei uns in der Stadt. Ne? Ja, gerade hier in diesem Bereich. Nur leider ist jetzt mit dem Schneefall auch die Aussicht auf die Verkehrsführung nur eingeschränkt möglich. Noch klappt es aber hier mit der Versorgung, das ist schon mal gut. Das heißt, die LKWs kommen zeitig genug an ihre Ablieferstation. Und jetzt sehen wir hier auch, dass sich das hier schon wieder alles verflüchtigt hat. Ne? Das hat sich verflüchtigt und der Kreisverkehr hier vorne ist komplett leer, eigentlich mehr oder weniger. Naja, gut, also. Hier der Stau hat sich auch aufgelöst. Gut, die Abteilung Verkehrsleitung geht jetzt davon aus, dass das soweit wieder in Ordnung ist. Und hier keine weiteren Maßnahmen unternommen werden müssen. Ne? Vielleicht diese Straße hier. Die kommen jetzt hier lang. Die sollten eigentlich hier lang fahren. Das heißt, diese Straße wird in diese Richtung Einbahnstraße. So rum machen wir das jetzt hier. Wenn das geht und das nicht zu nah dran ist am Gebäude, was ich hier beinahe befürchte. Ja, wir können nicht mal den Kreuzungspunkt packen. Und hier können wir es auch nicht machen. Leider nicht. Leider nicht, Astral. Aber was wir sagen können, ist, dass sie von hier aus nur hier lang fahren dürfen. Nur hier lang. Ja. Was bedeuten würde, dass alle, die hier hoch wollen und von hier kommen, hier durch müssen und dann hier auf die Brücke fahren. So, dass hoffentlich diese Brücke dann einerseits von Fahrzeugen aus dieser Richtung hier, ich nehme das mal raus hier, von Fahrzeugen aus dieser Richtung hier befahren wird und andererseits dann von Fahrzeugen, die
die von hier kommen, ne? Genau. Ja, und eben haben wir den leeren Kreisverkehr noch gelobt. Da steht er jetzt wieder zu. Aber so ist es hier auch in der Stadt ein bisschen, Genossen. Das muss man auch mal sagen. Ein bisschen Stau ist hier immer, ne? Nur unschön, dass sich das hier so komplett zusetzt quasi. Warum ist das so? Wo will er denn hin? Denn nach rechts können sie ja hier abbiegen. Das ist eine Einbahnstraße. Vielleicht sollten wir das auch wieder zur Nicht-Einbahnstraße erklären. Ausprobieren. Ausprobieren hier. Ja. Denn vielleicht führt das dazu, dass hier dann Leute langfahren und diesen ganzen Kreisverkehr umgehen. Weil wenn man jetzt hier lang möchte, dann müsste man ja theoretisch einmal durch den ganzen Kreisel fahren und wartet sich da die Beine in den Bauch. Von daher wird das jetzt auch wieder eine zweispurige Straße. Seht ihr hier, ne? Dass hier Leute auch links abbiegen, nur weil sie hier durch wollen. Anstatt, dass sie hier runterfahren. Nee, machen sie nicht. Gut, aber das probieren wir aus. Das probieren wir aus. Ah, sieht schlimmer aus, als es ist, glaube ich, gerade das Tal, oder? Wir gehen mal hier kurz auf die Beschleunigung. Okay, hier fließt der Verkehr ein bisschen. Dauert. Sehr zäh. Ja, das Problem liegt darin begraben, dass die hier runter wollen, die fahren alle hier oben lang, ne? Die fahren alle hier oben lang. Warum ist das so? Weiß ich noch nicht. Na gut, hier sind auch nur die ganzen Schneeräumfahrzeuge jetzt mit unterwegs. Und wenn die ersten dann hier in diese Richtung langfahren, dann können wir davon ausgehen, dass sie auch die neuen Verkehrsregelungen da mal zur Kenntnis genommen haben. Ja, jetzt fließt es ein bisschen ab. Ja. Müssten wir im Auge behalten, ne? Denn die Gefahr, dass ich hier durch meinen Einbahnstraßenverkehr so einen Superstau produziere, die ist real gegeben. Ja. Hier, dieses kleine Stück Einbahnstraße könnten wir vielleicht auch mal verändern. Da schaue ich auch mal mit euch drauf. Hier. Das ist dieses Stück. Was ich hier meine, dies hier. So dass man auch aus dem Kreisel kommend hier in diese Richtung fahren kann. Denn das geht ja bislang hier gar nicht, obwohl das hier keine Einbahnstraße ist, ne? Da sehen wir, da wird eine Richtungsfahrbahn komplett negiert. Vielleicht sollten wir in diese Richtung hier einen Kreisverkehr machen, denn in diese hier, geht das? Nein, geht nicht, oder? Ne. Da seht ihr jetzt, dass sie in beide Richtungen fahren, ne? Obwohl wir ja gerade hier den Kreisverkehr rausgenommen haben. Gut, also die Seite scheint sich hier zu entspannen ein bisschen. Da sehen wir eigentlich, dass das läuft. Jetzt staut sich's hier an der Brücke. Ja. Ja gut, aber das ist normal. Da sind wir jetzt einfach an der Kapazitätsgrenze hier angekommen. Und ja, man darf ja nicht vergessen, hier die Bauarbeiten, dieser Verkehr, der hier unterwegs ist, ne? Das quält sich alles hier durch unsere Stadt durch und von den 9.400 Tonnen sind es jetzt noch. Vorhin waren es 9.7, glaube ich. Dann haben wir auch schon wieder 300-400 Tonnen Beton da rangekarrt. Ja, das ist super. Also vielleicht so viel vorerst zur Verkehrsplanung hier. Denn weitere Probleme? Noch, lass uns noch einmal einen Blick drauf werfen. Dann können wir uns beruhigt davon verabschieden, hoffentlich. Ja, seht ihr jetzt. Irgendwie haben sich die Probleme hier aufgelöst, ne? Hier aus dieser Richtung gibt es keinen Stau mehr. Hier ist auch kein Stau. Wie sieht es im koreanischen Viertel aus? Da müssen wir mal schauen. Das sieht auch gut aus hier. Die Straßen hier sind auch frei. Na super. Also, vielleicht war es jetzt auch ein Schichtwechsel und deswegen waren die alle unterwegs.
Oder aber unsere Eingriffe waren wirklich positiv und haben das Ganze hier vorangebracht. Ne? Ja, vielleicht auch noch eine kleine Anmerkung hierzu, denn hier seht ihr vielleicht auch, hier habe ich noch ein bisschen geterraformt. Ne? Und den Transformator, den wir hier sehen, ne, der zuvor hier stand, der wurde halt umgelagert. Darum geht es mir jetzt. Genau, den seht ihr da oben, denn hier unten dieses Gebiet wollte ich ja ganz gern freiräumen. Ich denke, dass wir hier noch touristische Attraktionen mit einbauen, um den Touristen, die hier ankommen, dann auch direkt schon mal den ersten Grund für ihren Verbleib in unserer kleinen Republik zu liefern. Ne? Ja. Aber bevor wir jetzt auf die Einzelheiten eingehen hier am Flughafen, die doch großteils dekorativer Natur sind, muss ich auch mal sagen, da möchte ich mit euch eigentlich hier die Zuweisung der Kieslaster mal beenden, damit das da losgehen kann. Ne? Genau, die sind nämlich jetzt hier im Depot auch angekommen und diese Grube hier war nicht versorgt. Genau, das heißt, zwei von den LKWs sollen hier jetzt laden. Reloaded ist näher, muss nicht unbedingt. Sonst, wenn der Bagger tanken ist, dann fährt der Laster danach ja noch rein, blockiert den Bagger, wartet, bis er beladen ist, was aber nicht geht, weil keine Arbeiter da sind. Da hatte ich schon mal irgendwie Trouble mit. Deswegen machen wir das mal nicht, sagen aber hier Unload. Unload. Wait till unloaded sagen wir auch nicht. Wir sagen einfach Start. Genau. So. Die Route kopieren wir uns jetzt einmal hier. Auf das zweite Fahrzeug mit rüber. Wo sind sie? Hier. Also er fährt los. Erst das zweite Fahrzeug. Das ist dieses hier. Schön. So. Und für das zweite Kieswerk müssten wir das jetzt auch zuweisen. Das ist dieser hier. Ah. Da ist nur die Frage, das zweite Kieswerk, klar, aber welche Grube waren das? Das war die hier, ne? Ja, hier sind LKWs drin. Okay, also ist es die hier. Ah, danke, Autosave. Nochmal, hier sollst du starten und hier entladen. Haben wir das gut? Ja, sehr gut. Das heißt, hier kann auch gestartet werden. Und die Route übertragen wir hier auf das zweite Fahrzeug. Und haben damit diese auch zugewiesen, können das als erledigt betrachten endlich. Sehr gut. Hat sich die Zementversorgung hier bei uns schon verbessert? Das ist auch eine gute Frage. Naja gut, der Silo ist jetzt relativ voll hier mit 84 Tonnen. Und da sehen wir jetzt auch schon die LKWs hier mit den 6,8 Tonnen anfahren. Ne? Ja, das sind knapp 7 Tonnen genossen und auf den anderen, da haben doch nur 3 Tonnen Zementplatz gefunden. Ja, von daher ist das schon mal ein guter Ausbau, deutliche Verbesserung hier. Und man muss ja auch wissen, der Zementtransport ist nicht ganz ohne. Ne? Das lässt sich leider auch derzeit, soweit ich weiß, nicht per Schiff bewerkstelligen. Was ein bisschen schade ist. Ne? Ja. Aber gut, wir sind ja hier auf der schnellen Geschwindigkeit. Das hatte ich ganz übersehen. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Denn schnell bildet sich irgendwo ein Stau und alles liegt lahm. Aber hier, unsere Eisenhüttenstadt sieht gut aus. Hat sich verbessert, die Verkehrssituation. Hier ist es halt träge, normal, die Horrorkreuzung auch normal. Ja, das gefällt mir. Das ist ganz schick. Schauen wir mal hier an die Baustellen rüber. Hier am Hafen ist leider noch nichts passiert, ne? Ne. Das dauert auch deswegen noch astral, weil sie natürlich die Straßen hier erst fertigstellen müssen. Und ohne Konstruktionsbüros wird das sowieso gerade mal gar nichts. Also welche können wir da mit zuordnen? Eigentlich die beiden hier, oder? Sollten sie alles dafür haben, ja. Warum haben die jetzt nicht selbstständig damit angefangen? Das ist doch hier das erste Straßenstück, was auch erreichbar ist. Oder liegt es außerhalb der Reichweite? Könnte auch sein. Da müssten wir hier mal, ich meine, das war dieses hier. Ne, das steht auf 3000 Meter. Okay. Haben wir hier vorne noch welche? Nee, ne? Das wüsste ich doch.
Das wüsste ich, die hat mir Bescheid gesagt. Diese hier sind auch auf 3000 Meter. Also ist schon die maximale Entfernung. Das heißt, jetzt müssten wir wohl anfangen, hier von Hand die Bauaufträge zu erteilen. Ja, was ihr hier seht, ist auch eine Verbesserung für die Bürger. Denn für die Kinder hier, die haben sich das gewünscht, ein Riesenrad für die schöne Aussicht. Und ich dachte mir, hier ist auch eine super Stelle, um das Ganze hinzustellen. Denn die Aussicht hier ist ja wirklich fantastisch. Ne? Ja. Und mal sehen, ob das jemals in Betrieb gehen wird. Mal sehen, ob es sich jemand dreht. Das ist dann wieder eine ganz andere Frage. Aber da seht ihr das auch an die Bedürfnissen der Bevölkerung hier weiter, dass die weiter mit beachtet werden. Ne? Und wenn es jetzt hier schön dunkel ist, dann nehme ich uns gerne mal das Overlay raus. Denn die tolle Beleuchtung hier am Flughafen des Nächtens, ne? Das hat schon was. Also das gefällt mir außerordentlich gut, muss ich sagen. Also ich kann es kaum erwarten, dass hier die ersten Maschinen starten und landen, Genossen. Von daher, ja, sollen die mal hinmachen hier mit unseren Rollbahnen. Ah, schön, aber auch das läuft alles hier. Die harmonisch fahren die LKWs hier im Takt entlang. Und was ich euch vielleicht noch gar nicht heute so gezeigt habe, das könnten wir auch mal machen. Ja, schön, dass es da auch hell wird. Ist die Verbesserung der Sicherheit hier am Flughafen. Ne? Denn ihr seht hier schon, dass hier eine neue, großartige Mauer hinzugekommen ist. Ja, da seht ihr hier die Tore, die als Einfahrt dienen. Es wird an den Wachtürmen gearbeitet. Da sind halt hier die Konstruktionsbüros für unterwegs. Ne? Genau, das seht ihr hier gerade. Beton-LKW ist unterwegs. Der Bus bringt die Arbeiter vorbei. Und diese Mauer umspannt halt den gesamten Flughafen, mehr oder weniger. Da zoome ich mal ein bisschen raus. Denn die geht hier vorne los, geht dann hier entlang, geht hier lang, bis zu dieser Fabrik hin. An die Fabrik schließt sich die Mauer dann hier wieder an. Hier ist dieses kleine Tor, was wir gerade gesehen haben, zieht sich hier komplett einmal um den Flughafen rum. Dieses Stück können wir uns gleich gesondert nochmal anschauen und geht dann hier auf dieser Seite bis hier vorne hin. Und weil ich sagte, dieses Stück können wir uns gesondert gerne mal anschauen, machen wir das auch mal. Denn die Flugkapitäne der Interflug hatten sich beschwert, Genossen. Sie sagten, dass die moralische Wirkung einer Mauer, auf die sie zurasen während des Startvorganges, doch beträchtlich sei. Und baten doch darum, freie Aussicht zu haben, um wenigstens zu wissen, dass sie nicht daran zerschellen, sollte denn da mal was schief gehen. Von daher haben wir die Mauer hier ersetzt durch eigentlich zwei Sperrelemente. Da handelt es sich einmal um eine Abbremsvorrichtung, die eigentlich das Fahrwerk dann der Flugzeuge packen soll. Und dieser Zaun ist mehr oder weniger eine Zutrittsveränderungseinrichtung, die dafür sorgen soll, dass niemand von außen nach innen kommt hier. Ne? Das Ganze soll dann hier überwacht werden von diesem Wachturm aus und auch von diesem Wachturm aus. Genau. Ja, deswegen dieses Loch hier in der Mauer, ne? Um den Flugzeugen quasi, naja, noch eine Chance zu geben, sollte da mal was schief gehen. Ja, dann können wir die gerne mal hier weiter abfliegen, denn da vorne sehe ich ja auch schon, kommt die Patrouille lang. Genau. Mit den verschneiten Straßen, da sind sie natürlich super langsam unterwegs. Aber das seht ihr hier, das sind Kollegen vom Grenzschutz, die da unterwegs sind. Hier mit einem B-1000, dann haben sie hier so ein Geländefahrzeug, Mannschaftstransporter. Haben sie auch mit dabei. Und auch Raketenwerfer, kann das sein? Oder sind das hier Flugabwehrgeschütze? Nein, das sind Katyushas eigentlich. Ja. Aber mit dem, das Fahrzeug seht ihr versehen mit dem Wappen der Nationalen Volksarmee. Also dabei handelt es sich um eigene Truppen, die hier zur Sicherung des Luftraums eingesetzt sind. Und da es sich um Flughafen handelt, gehe ich mal davon aus, dass das hier Flugabwehrgeschütze sind, die hier umherfahren. Ne? Genau, denen haben wir hier so einen schönen Kolonnenweg gegeben, ja, damit sie hier auch patrouillieren können. Und wenn die Türme denn dereinst mal fertig sind,
sieht das auch ganz schick aus, ne? Denn hier hinten seht ihr schon, dass einige von den, ja schick, also sieht das auch, dann sieht das fertig aus, sagen wir es mal so, ne? Denn hier seht ihr, dass einige von den Wachtürmen auch schon fertig geworden sind. Und von außen macht das schon einen abschreckenden Eindruck, ne? Muss man mal sagen. Genau. Ja, was wir hier sehen, sind auch schon die ersten Luftfahrzeuge sind arriviert. Sehr gut. Dabei handelt es sich hier um die Helikopter. Ja, das sind die Mi-24, ne? Die aus Afghanistan ja auch bekannt sind. Die Hind ist, glaube ich, der NATO-Codename dafür. Und ja, auch wenn es sich hierbei nicht um flugfähige Ausgaben handelt, vermitteln die doch schon mal einen ersten Eindruck hier von den kommenden zu erwartenden Flugbetrieb. Ne? Ja. Also, dass der kleine militärische Bereich denn quasi des Flughafens hier, der jetzt gelb markiert ist. Genau. Und ich habe auch versucht, den noch hier mit entsprechenden Markierungen auf dem Asphalt besonders hervorzuheben. Ne? Wie überhaupt dieser ganze Flughafen hier eine Ansammlung von schönen Baumaßnahmen ist. Denn das hat richtig Freude gemacht, sich da mal ein bisschen zu auszulassen. Möchte ich aber jetzt eigentlich nicht ins Detail abgleiten, da das doch sehr, sehr feingliedrig wird dann so. Ne? Hier seht ihr auf jeden Fall, dass das Airport Hotel derzeit gebaut wird. Das ist dieses Gebäude hier. Na, jetzt haben wir es aber. Und die Konstruktionsbüros sind da dran, das ist sehr gut. Und eine kleine Besonderheit vielleicht hierzu, das können wir uns gerne mal anschauen, ist diese Station hier drunter. Denn hier seht ihr, dass hier drunter eine kleine Busstation errichtet wird, was ganz praktisch ist. Denn dieses Airport Hotel rufe ich uns jetzt mal auf hier bei den Hotels, ja, wenn der Autosave damit spielt. Hier bei den Hotels. Das ist dieses Gebäude hier. Und wie ihr hier seht, das kann man eigentlich frei platzieren. Das heißt, das hätten wir jetzt überall hier mit hinstellen können. Ne? Und ja, ich habe es jetzt hier über eine Bushaltestelle gestellt, die dann mehr oder weniger als Taxistation fungieren soll. Ne? Genau, das heißt, das wird derzeit gebaut. Auch diese Parkplätze haben auch besondere Freude gemacht zu errichten. Ja, das kann ich euch sagen. Auch von den Bezeichnungen her. Ne? Ja, jetzt sind die Schilder leider, ja, hier wurde noch nicht geräumt, Genossen. Das heißt, was hier aussieht wie Blutflecken, sind eigentlich gar keine. Denn sind farbliche Elemente, die jetzt hier durch den Schnee ein bisschen schimmern. Ne? Aber jetzt können wir uns gerne nochmal dann anschauen, wenn das abgetaut ist und man wirklich alles sehen kann. Hier seht ihr auch dieses Plakatset, was hier aufgestellt worden ist, um auch unseren Besuchern ja einen Eindruck von der reichhaltigen Warenwelt unserer Republik zu bieten. Denn dieser Eindruck soll natürlich dazu führen, dass sie sich zum Ankaufe verlockt sehen und entsprechend die Dollars hier in unsere Staatskasse wandern, Genossen. Ne? Denn das ist ja auch das Ziel des Tourismus, ist, möglichst hohe Deviseneinkünfte damit zu erwirtschaften. Ne? Genau, also am Flughafen wird weiter gearbeitet und aufgrund der Tatsache, die ich euch gerne mal hier zeigen möchte, dass sobald einer dieser Parkplätze für die Flugzeuge an diesem Flughafen angeschlossen worden sind, behandelt das Spiel das als ein Gebäude. Ja? Das heißt, eine Veränderung ist dann nicht mehr möglich. Und da die letzte Version quasi dieses Flughafens mir von der Parkplatzsituation her überhaupt nicht mehr gefiel, nachdem ich mir das mal genauer betrachtet hatte, ja, sah ich mich doch dazu gezwungen, diese Flughafengebäude nochmal abzureißen, habe die hier mit Rubel neu gebaut. Und diesmal die Parkplätze hoffentlich so gebaut, wie es Sinn macht. Ne? Ja, hab das Ganze denn hier noch mit diesen Betonplatten, die wir jetzt hier einzeln sehen, ausgekleidet. Ja, was leider dazu führt, das seht ihr hier gerade in diesem Bereich, ne? Was leider dazu führt, dass doch ab und zu diese kleinen Höhenunterschiede da sichtbar werden. Ne? Obwohl dieses Gebiet doch
äußerst sorgfältig planiert worden ist. Also das kann ich euch sagen. Aber gut, so ist es halt. Das ist jetzt nur eine optische, ja, ein optischer Eindruck quasi, ne? Und je weiter wir rauszoomen, desto weniger deutlich wird er hoffentlich. Naja, müssen wir mal schauen. Also, das ist der Flughafen. Können Sie ruhig weiter dran arbeiten. Was ich euch hier nochmal zeigen kann bei der Flugzeugproduktion, ist eigentlich... Oh, ist schon fertig geworden. Das ist sehr schön. Das ist sehr gut. Das seht ihr hier. Das ist dieses kleine Miniaturheizkraftwerk. Und da will ich mal nachschauen, ob hier auch Arbeiter fahren sind. Na, einer. Super. Das ist gut genug. Denn dieses kleine Heizkraftwerk, was jetzt hier von einem Mann betrieben wird, soll eigentlich nur hier die Feuerwehr beheizen, Genossen. Und ihr seht es hier, dass das völlig ausreicht. Die 3 Kubikmeter der Feuerwehrheizung sind erhitzt. Und das heißt, wir können auch hier sagen, dass 2 Arbeiter eigentlich ausreichen. Aber also okay, 2. Ja? Denn sonst, die Industriegebäude haben ja hier keine Heizung nötig. Also das ist auch der einzige Wärmeabnehmer hier sozusagen. Glückliche Fügung war natürlich, dass, wie ihr hier seht, ein Anschluss für die Kohlelieferung vorhanden war. Ne? Und dass hier auch noch der Platz war, um das Heizkraftwerk hinzusetzen und auch die, für das Förderband noch dieses hier überspannen konnte. Das war der meist spannende Moment bei der ganzen Geschichte. Ne? Ja, aber schön, dass sie das schon fertiggestellt haben. Das heißt, die Feuerwehr wird jetzt auch mit beheizt. Und ein weiteres Industriegebäude oder besser Servicegebäude, was auch eine Heizung nötig hat, was ich übersehen hatte, ist eigentlich hier dieser Control Tower für den Flughafen. Und hier habe ich es jetzt folgendermaßen gemacht, dass, genau hier ist das Ding, dass wir hier einen Auftrag erteilt haben, um eine ganz kleine elektrische Heizstation mit aufzubauen. Den Anschluss haben wir hier schon hergestellt. Das ist eine 1,2 Megawatt Mittelspannungsleitung nur. Also mehr Leistung können die auch gar nicht abnehmen hier von dem Switch. Ne? Und dieses Heizkraftwerk soll denn dafür sorgen, dass wenigstens der Tower hier beheizt wird, damit die hier nicht, nicht krank werden oder meckern oder was auch immer. Ne? Genau, das wären so die Verbesserungen hier im Aluminium-slash-Flugzeugverarbeitenden Gewerbe, möchte man meiner sagen. Und wo wir hier in der Gegend sind, möchte ich auch eigentlich euch gerne die Erweiterungen hier des Hafens vorstellen. Denn wir hatten ja gesehen, damit fangen wir mal an hier, wir hatten ja gesehen, dass hier noch sich die Lager befinden für Prefab Panels, das sind diese hier, und für Mauersteine, also Bricks, das sind diese hier. Ne? Und diese beiden Baumstoffe werden halt per LKW jeweils von der Fabrik herangefahren. Die befindet sich auch hier mit in Valoka ganz hinten. Ne? Der Plan war jetzt auch, den Transport dieser Baustoffe hier auf dem Wasserweg mit umzustellen, deswegen die Errichtung zweier neuer kleiner Hafengebäude mit aber doch recht imposanten Lagerstätten mit dabei, denn hier plane ich eigentlich die zentrale Verteilung dann in unsere gesamte Republik zu organisieren von hier aus. Ne? Das soll alles hier zentral über diesen Hafen laufen, quasi ein zentraler Hub, um das dann in die weiteren Gebiete zu bringen, wo es denn auch benötigt wird. Die Lager sind halt deswegen auch recht großzügig gehalten. Das heißt, 2000 oder sogar 2500 Tonnen von den Prefab Panels können wir da, glaube ich, lagern. Das ist schon eine ganze Menge, also da kommen wir ein bisschen mit. Ne? Genau. Ja, Eisenhüttenstadt läuft, oder? Die Baustellen laufen mehr oder weniger. Hier am Flughafen wird weitergearbeitet. Wichtig ist halt, dass sie hier irgendwann mal die Landebahn fertigstellen. Ne? Aber da sind es ja jetzt auch... Also seht ihr mal hier, diese ist ja auch beinahe fertig. Also schön. Dann können wir davon ausgehen, dass das bald erledigt ist. Das heißt, die ersten 3 sind dann bald fertiggestellt. Dann wären es ja nur noch 2 hier, ne? Und auch hier sind die Arbeiten ja schon gut begonnen. Also
Ah, da können wir auch ganz zufrieden mit sein. Ich würde gerne mal schauen, ob die LKWs hier bei der Kiesproduktion, ob die hier angekommen sind und schon im Betrieb. Ja, ne? Sind überall LKWs? Okay. Hat sich unsere Kiesproduktion? Leider sind wir immer noch unterm Verbrauch, also haben noch nichts mit angespart sozusagen. Aber ihr seht es auch, dass die Verarbeitungsanlagen hier, die laufen. Also besser geht's nicht mit zwei Anlagen eigentlich. Die einzige Verbesserung wäre wirklich noch die Installation der anderen Kiesverarbeitungsanlagen mit dieser Option zum Durchfahren. Aber das würde halt den Abriss hier komplett erfordern und das möchte ich eigentlich gar nicht. Nö. Also mehr können wir mit den bestehenden Mitteln hier nicht verbessern, denke ich. Die Arbeiteranzahl ist ausreichend, auf jeden Fall ausreichend, um den angelieferten Bruchstein hier zu verarbeiten, ne? Ausreichend genug. Wollen wir mal hoffen, dass durch das bisschen Produktivitätssteigerung, hier liegt hier gerade ein Schiff, ja seht ihr, hier liegt auch gerade einer, der beladen wird. Ja, hier gehen jetzt auch mal schnell 1000 Tonnen Kies dann wieder mit raus, ne? Wenn der hier geladen ist, dann wollen wir schauen, ob dieses Lager sich hier füllt. Sollte es eigentlich hoffentlich ein bisschen. Ja. Aber das ist ein schöner Anblick hier, oder Genossen? Die Kiesverarbeitungsanlagen, die hier dauerhaft mit hoher Produktivität jetzt laufen. Also das gefällt mir richtig gut. Denn das sind ja eigentlich Anlagen, die nur mal kurz, denn wenn der Kies verbraucht wird, in Betrieb kommen. So dagegen ja, decken sie hier ja doch den republikweiten Kiesbedarf, ne? Also das ist ganz schick. Jetzt haben wir hier allerdings keine Arbeiter. Doch, 10. Okay, keine Steine. Zu wenig. Zu wenig. Zu wenig. Aber jetzt noch einen dritten LKW pro Mine zuweisen, bringt das was? Nicht wirklich, oder? Der steht doch dann wahrscheinlich nur irgendwie immer rum. Nee, wollen wir mal schauen. Wollen wir mal schauen, Genossen. Wenn keine Schiffe zum Abholen vor Anker liegen, was will er jetzt hier? Nicht auch Kies, oder? Oh, er will auch Kies holen. Ja. Also, wenn wir das jemals erreichen, dass hier keine Schiffe vor Anker liegen. Aber wenigstens hat er jetzt hier seine 1000 Tonnen geladen, dann kann er jetzt hier laden. Naja. Vorrang hat sowieso bei der Förderbandverteilung die ortsansässige Produktion. Das heißt, die haben immer genug Kies, sobald diese Mindestmenge halt produziert wird. Und den sehen wir ja hier auch langlaufen, ne? Denn vor Ort können wir auch gerne mal schauen, wie hier der Kiesverbrauch so läuft. Hier seht ihr das. Im Betonwerk wird Kies verbraucht, ne? Hier geht er rüber ins Betonwerk. Dann haben wir hier in der Prefab-Panel-Produktion, also für die die Betonplattenproduktion quasi, da geht eine ganze Menge Kies mit hin. Ja, da sehen wir den Kies. Und dann haben wir noch hier die LKW-Ladestation, wo auch Kies, ja, hier seht ihr hier die Kipper alle ankommen, ne? Wo der Kies für die Baustellen abgeholt wird. Ja, dann die Asphaltanlage benötigt natürlich auch Kies, obwohl jetzt hier gerade nicht geladen wird, ne? Ach hier, von hier aus kommen sie. Ist gerade kein Bedarf da. Okay. Naja, da seht ihr, das sind so ein bisschen unsere Kiesverbraucher, die hier alle mit dran hängen. Und schön auch, dass das Frühjahr jetzt eingeleitet wird. Und hier sind die beiden Lager, die ich euch gerade gezeigt hatte, ne? Was die Neubauten hinten in Eisenhüttenstadt werden sollen, wo denn hier Mauersteine und die Prefab-Panels dort zentral gelagert werden sollen. Genau. Um einfach die LKW-Fahrten rüber nach Eisenhüttenstadt ein bisschen zu begrenzen. Und gerade, ja, da wir ja hier auch noch in weite Bereiche expandieren, können wir das nicht alles auf die Straße verlagern, hier den Transport dieser schweren Sachen, ne?
Genau, wie steht es von der Arbeiterversorgung her? Hm, da könnte ein bisschen mehr gehen hier, finde ich. Schalten wir mal auf 40 Mann hoch. Sonst sieht das ja ganz gut aus. Das klappt ja eigentlich alles ganz gut. Ich schau mal rüber hier nach Neukahlen. Da seht ihr nämlich auch hier den ganzen Kies durch die Gegend fahren, ne? Wie er hier zu unseren Baustellen gebracht wird. Wie sieht es hier am Hafen aus? Leider ist noch nicht alles fertig. Ja, leider ist noch nicht alles fertig. Dennoch, der Straßenbau hat hier gute Fortschritte gemacht, das sehen wir. Und da dieses Hafengebäude hier schon fertig ist, ja, das ist soweit. Okay. Könnten wir hier mit Straßenbau fortsetzen. Dann kann dieses Stück gemacht werden. Dies hier. Oh, von hier aus müssen wir ranfahren, ne? Ja. Hier müssten sie nicht ranfahren. Hier kommt auch Kiespiste mit hin. Okay, das heißt, hier kann weitergearbeitet werden. Schön, also den ersten Hafen haben sie fertig. Aber diese Hafengebäude, ja, sind noch nicht mal auf der Hälfte. Passagierhafen ist fertig, okay. Gut, aber dann könnten wir eigentlich nur die Zufahrten hier jetzt zu den Lagern und so weiter schon mal vorbereiten. Hier ist die Straßenladestation. Da könnte hier und hier können sie schon anfangen. Ne? Ja, hier kommen sie ran von allen Seiten hoffentlich. Hoffentlich, sage ich jetzt mal. Denn wir hatten es lange nicht, dass eine nicht erreichbare Baustelle hier unsere Materialausgaben blockiert hat. Ne? Und das wollen wir ja auch eigentlich nicht, Genossen. Was heißt eigentlich? Das wollen wir wirklich absolut gar nicht. Okay, hier die Brücke ist fertig. Hier oben geht der Straßenbau voran und die Brücke ist auch fertig. Sehr gut. Hier sind sie noch nicht angefangen. Nee, hier haben sie noch nicht angefangen, weil einfach die Straße hier noch nicht so weit ist. Ne? Also, da müssen wir noch ein bisschen Geduld aufbringen. Hier im Camping, ja, da sieht es gut aus. Hier könnten wir eigentlich bald mal daran gehen, hier die Gebäude mit Waren zu versorgen. Ne? Denn ihr seht vielleicht, dass ich diesen zuvor hier sich befindlichen Bazar, hieß das Gebäude, dass ich den wieder entfernt habe. Denn der hatte ja so eine so einen asphaltierten Untergrund und das passte hier einfach nicht auf unseren Campingplatz, Genossen. Ne? Das ist der Grund für die Errichtung dieser kleinen Einkaufsmöglichkeiten hier. Aber das geht auch gut voran hier. Vielleicht könnten wir noch ein paar Campingwagen mit in Auftrag geben, Genossen. Das können wir mal machen. Schauen wir mal, ob wir hier... Ich hatte doch auch noch wieder ein neues Modset gefunden. Nur bei den Gebäuden hier, das ist gar nicht so ohne, denn hier was zu finden. Seht ihr ja, mit 24 Seiten. Ne? Ach ja, das sind so kleine amerikanische Häuschen. Passen die hier an unseren Campingplatz an? Sind auch frei platzierbar, ne? Also das ist auch interessant. Ja, da könnten wir auch noch welche mit hinbauen, finde ich. Um das Ganze hier ein bisschen vielfältiger zu gestalten. Und auch die Siedlungsdichte ein bisschen zu erhöhen. Ne? Genau. Aber Rubel bauen ist raus. Sehr gut. Das heißt, hier könnte eins davon mit hin. Nehmen wir mal verschiedene Ausführungen davon. Hier möchte ich die Bäume nicht abholzen. Hier könnte... Ja, hier könnte auch einer mit hin. Ja, schön, dass die auch frei platzierbar sind. Dann lässt sich damit auch ein bisschen was anfangen hier. Ja, seht ihr, also die habe ich jetzt hier auch neu abonniert gehabt, quasi dieses Set. Und hat es auch noch nicht ausprobiert, wirklich. Aber wollen wir mal sehen, ob die so errichtet werden können. Ihn setzen wir ein bisschen mit in den Hang rein. Werden dann hier aber ein Stück Fußweg noch mit anlegen müssen, in der Hoffnung, dass das passt. Das geht aber. Okay. Schön. Also, da kann auch ein bisschen weiter gearbeitet werden. Vielleicht noch ein paar Bäume hier zur Dekoration wieder mit ran. Ja, ne? So. Okay. Das geht auch voran. Dann können wir wieder auf Play hier. Treibstoffversorgung hier hatten wir auch hergestellt. Das ist super. Ja, ja, wir haben immer noch das Kies-Overlay aktiviert. Das heißt, der Antransport der Baustoffe wird uns hier auch noch vorgeführt. Und ja,
Hierzu kommen wir bei der nächsten Episode, denn das macht jetzt noch keinen Sinn, dass wir hier darauf eingehen. Ich wollte aber anstatt der amerikanischen Häuschen, hatte ich eigentlich gerade geschaut nach zusätzlichen Campingwagen, ne? Und bin da wieder drüber hinweggekommen, denn die haben wir ja hier, genau. Ach, jetzt hat er wieder weggeklickt, da müssen wir wieder einzeln hier hin jetzt. Travel Trailer, schön. Also, können wir die hier auch direkt mit ans Wasser? Könnte man auch den ein oder anderen, ne? Ein Angelwagen quasi. Also ich stelle uns jetzt mal ein paar hiervon mit hin. Die sind auch nicht frei platzierbar, das seht ihr, ne? Die beanspruchen doch Gelände hier. So, und hier kommt auch noch einer mit hin. Hier oben so, ja. Und den verbinden wir auch hier mit einem Fußgängerweg. Ja, so dann mal. Schön ist das jetzt nicht. Schön ist das jetzt nicht. So. Okay. Jetzt haben wir davon 2, 3. Ich habe das wieder weggeklickt, leider. Schade, schade. Aber da sind sie noch. Schön. Hier Army Kunk. Okay, das ist. Ist wohl so ein Containerwagen, ne? Ja, das sieht auch nice aus. Das kennt man auch so rumstehen, ne? Das ist cool. Ja. Schön, das setzen wir hier mit hin. So kriegen wir hier doch ein bisschen Vielfalt mit rein auf unseren Campingplatz. Wenn es nicht so eng wäre hier alles. Wenn es nicht so eng wäre, Astra. Okay. Braucht aber ganz schön viel Platz, oder? Braucht aber ganz schön Platz hier. Die Parzelle. So, kommt er hier mit hin. Schön. Dann haben wir hier auch wieder ein paar zusätzliche Sachen mit im Bau gegeben. Ne? Ja, dann läuft der Hafen hier. Das ist alles fertiggestellt. Die Bauarbeiten hier laufen. Naja, und hier sehen wir, da sehen wir den Kies, der aus unseren guten Valokaner Kiesgruben kommt. Ne? Ja, hier ist er unterwegs und wird verarbeitet. Also hat einen weiten Weg mit vielen unterschiedlichen Transportmitteln hier hinter sich. Ja. Ach, schön, oder? Das hat so eine Freude gemacht, hier die Feinheiten am Flughafen zu gestalten. Da könnten wir auch vielleicht nochmal mit einsteigen, denn ich gehe mal hier auf die Monumente, da befinden sich die ganzen Markierungen und das ganze Geraffel. Und da könnten wir auch noch hier zusätzliche Markierungen mit anbringen, oder? Ich bin ein großer Freund hier von den Markierungen geworden. Ja. Also gehen wir mal ein bisschen näher ran, dass wir hier auch was erkennen können. Was ist das hier? Leider sieht man das immer nicht so gut hier aufgrund des roten Punkt ist da, ne? Aber wir wollen ja die Autofahrer warnen, dass sie hier jetzt nicht mehr rüberfahren. Also eigentlich müssen wir das so dann hier irgendwie mit anlegen. Ja. Hier hätten wir jetzt allerdings mal sagen sollen, direkt mit Rubel kaufen. Damit wir auch sehen, was wir hier machen. Ja, das ist jetzt ein bisschen aus der Mitte raus, macht aber nichts. Da müssen wir uns das Ganze nämlich hier nochmal schnappen. Und legen das denn so hin, oder? Wir kaufen Astral. So. Haben wir einen mehr jetzt, ne? Weil ich die so überlagert habe. Naja, lassen wir das mal so, oder? Oder nicht? Nee, ne?
Irgendwie sieht es nicht aus. Irgendwie sollten es 5 sein, finde ich. Irgendwie sollten es 5 sein. Also reißen wir beide nochmal ab. Und stellen beide nochmal neu auf. Und diesmal ein bisschen aufgemerkt. Aha. So, und dann gebe ich hier an diese gedachte Linie ran. Und hier auch an. Na, hier die kleine bei euch. Road Markings, da war es gerade, ne? Kriege ich den jetzt nicht mehr gepackt hier? Das ist er. Road Markings, genau. Ah, schön, oder? Dann haben wir hier eine Warnung für die Autofahrer, dass sie hier nicht reinfahren sollen, geradeaus weiter. Vielleicht stellen wir hier auch noch ein kleines Stück Zaun mit auf. Das müsste auch hier bei den Monumenten mit dabei sein. zu lang das Stück, ne? Und zu groß. Sowas hier, das könnte es schon sein. Dann nehmen wir uns das hier. Ja. Und drehen das einmal um hier. So, dann gibt es auch noch eine physikalische Warnung quasi beim Aufschlag. Falls denn hier die Bemalung übersehen sollten, ne? Ja, da fährt aber jetzt niemand mehr gegen, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall wird man gestoppt dann. Das ist auch schon mal gut. Vielleicht sollten wir hier komplett einen Zaun drumherum stellen. Was haltet ihr davon? Da gehe ich nochmal schnell mit ran. Also ihr seht es, diese Feinheiten, da kann man... Das macht so eine Freude, wirklich, da sich mit auszulassen. Ich hätte natürlich jetzt direkt hier mal auf Rubel kaufen gehen sollen, aber... Ist nicht anders, müssen wir gleich wieder anklicken. Das hätten wir uns natürlich ersparen können. Ja. Und kommt hier auch noch ein Stück Zaun mit an. Okay. Ah, jetzt ist hier natürlich der Weg, ne? Ja, gut, die Leute können da ja trotzdem durchlaufen. Das ist hier, wo kriegen wir den gepackt? Da ist er. Sehr gut. Und das andere Zaunelement brauchen wir auch noch. Das ist da. Manche Sachen bekommt man auch nicht mehr gepackt. Das ist dann ein bisschen ärgerlich, ne? Gut, dann hätten wir hier unser Umspannwerk so ein bisschen das Trafo da, den Trafo da eingemauert. Ja, und so. Was ist. Ach, das ist aber nicht schön hier mit dem Gras, oder? Das ist aber gar nicht schön. Was können wir hier da machen, Genossen? Was können wir da denn machen? Warum ist das denn so? Da müssten wir das Gras entfernen hier, ne? Aha, unschön. Unschön, unschön. Das wächst hier auch auf der Straße quasi. Kann ich einfach hier auf Grasdarstellung gehen und sagen General Settings hier auf... wo ist denn das? Graphical Settings, Grass. Okay, low. Bei geringen Grasdetails ist es komplett raus. Mhm. Ja, ist auch okay, oder? Also, ich brauche das da jetzt nicht. Ja, und hier seht ihr auch einen der Spielplätze, wo ich hier zugange war. Aber ich glaube, das können wir uns besser mal anschauen, wenn das alles hier in Betrieb ist. Bis dahin sind es ja doch nur optische Schmankerl, ne? Die, wenn sie auch ansprechend sind, doch mehr zur Geltung kommen. Wenn hier auch Fahrzeuge und Personen und Flugzeuge und alles Mögliche unterwegs ist. Und wenn ihr da Lust drauf habt, dann seid beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Ich habe die gute Hoffnung, dass wir den Flughafen nämlich in der nächsten Episode hier schon in Betrieb nehmen können. Ja, das sollte eigentlich klappen, ne? Um die ersten Lufttransporte hier zu organisieren in unserer Republik und auch international. Also, das wird spannend. Ich freue mich natürlich wie immer über eure Kommentare zu dem Video. Wenn euch, wenn ihr Tipps für mich habt oder auch Kritik, lasst es mich wissen. Und gerne bis zum nächsten Mal, dann die nächste Episode am Sonntag. Bis dahin, euer Astral-Server ist raus für heute. Ciao, ciao.